bei der Bezirksmeisterschaft am 17.02.2001 in Wuppertal-Barmen hatte der ASV Wuppertal brasilianische Tänzerinnen eingeladen. Das Publikum war hellauf begeistert. Im Finalkampf der Junioren im Halbschwergewicht standen sich gegenüber Patrick Korte, Sportclub Vogelheim, gegen Mohamed Chaikali vom Fellwater Boxclub. Patrick Korte wurde von Franz Stahlschmidt sekundiert. Ringrichter in diesem Kampf war Uli Zische. Der Trainer Karl-Heinz Wolf unterstützte den Trainer Franz Stahlschmidt in der Ecke. Sieger wurde Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim durch Aufgabe in der zweiten Runde. Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim wurde durch diesen Sieg Rhein-Ruhr-Wupper-Bezirksmeister 2001. Mit Patrick Korte freuten sich die Trainer Franz Stahlschmidt und Karl-Heinz Wolf. Karl-Heinz Wolf, Patrick Korte und Daniel Bartsch. Patrick Korte nahm an den NRBV Juniorenmeisterschaften am 11.03.2001 in Duisburg-Walsum teil. Patrick Korte steht im Finalkampf, also Endkampf um den Meistertitel. Im Junioren-Halbschwergewicht boxte Patrick Korte Sportclub Vogelheim gegen Christian Thiem BC Bottrop. Der Ringrichter in diesem Kampf war Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister. Patrick Korte ging in der ersten Runde K.O. Er wurde dadurch NRBV-Vizemeister 2001. Casting für eine Statistenrolle im Film. Am 25.03.2001 in Duisburg-Walsum. Der Trainer des Sportclub Vogelheim, Franz Stahlschmidt, brachte Marvin Brandt und Patrick Korte mit zu diesem Casting. Patrick Korte in Aktion. Auch leichtes Sparring musste absolviert werden. Marvin Brandt bei seiner Demonstration des Boxens.
Marvin Brandt beim Sparring als Demonstration. Leider erhielt keiner von unseren Boxern eine Statistenrolle. Der Trainer Franz Stahlschmidt vom Sportclub Vogelheim und Marvin Brandt. Marvin Brandt hier Zweiter von links boxte für den Ringfrei Oberhausen ASV Wuppertal in der Westliga gegen Boxring Schwarz-Weiß, unser Fritz. Gegner von Marvin Brandt war Andreas Kolbin. Armins Vater, Jürgen Brandt und Franz Stahlschmidt beobachten den Kampf. Der Ringrichter war Axel Lümpkemann. Sieger nach Punkten wurde Andreas Kolbin, Boxring Schwarz-Weiß, unser Fritz. Marvin bei der Erholung nach seinem schweren Kampf.